Ganz herzlich willkommen zu diesem Video. Es ist das erste zum sogenannten Sammelbilderproblem oder, wie man auch sagt, Coupon-Collector-Problem. Beginnen möchte ich mit ganz konkreten Fragen, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, aber letztlich nur Spezialfälle des Sammelbilderproblems sind. Wie oft muss man einen fairen Würfel werfen, bis jede Augenzahl mindestens einmal aufgetreten ist? Die zweite Frage: Wie viele Ausspielungen im Lotto 6 aus 49 müssen erfolgen, bis jede der 49 Zahlen mindestens einmal Gewinnzahl gewesen ist? Und die dritte Frage ist die: Wie viele Tüten mit je 5 verschiedenen Stickern muss man kaufen, damit das Sammelalbum mit seinen 682 Plätzen voll ist? Auf den ersten Blick sind das verschiedene Fragen, aber aus mathematischer Sicht haben sie alle einen gemeinsamen Kern. Und da der Zufall ins Spiel kommt, sind Annahmen nötig. Der gemeinsame Kern ist, dass wir uns gedanklich immer ein Fächerbelegungsproblem vorstellen können. Es gibt insgesamt n Fächer. Beim Würfel sind das 6 und die sind von 1 bis 6 beschriftet. Beim Lotto ist n gleich 49 und die Fächer entsprechen den möglichen Gewinnzahlen von 1 bis 49. Der historische Hintergrund für die dritte Frage ist die Fußball-Weltmeisterschaft von 2018. Da gab es ein Sammelalbum mit insgesamt 682 Plätzen und diese können wir uns als 682 Fächer vorstellen, die von 1 bis 682 durchnummeriert sind. In einem Besetzungsvorgang, ich schreibe dafür im Folgenden kurz BV, fallen jetzt S-Teilchen, was immer diese Teilchen sind, zufällig in S verschiedene Fächer. Beim Würfel ist S gleich 1 und werfe ich etwa eine 4, so lege ich ein Teilchen in Fach Nummer 4. Beim Lotto ist S gleich 6, denn es werden in jeder Ausspielung 6 verschiedene Gewinnzahlen gezogen. Diese fallen dann gedanklich als Teilchen in die zugehörigen Fächer. Beim Sammelalbum ist S gleich 5, denn man kauft Tüten mit je 5 verschiedenen Stickern. Auch hier platziert man dann 5 Teilchen in die den Stickern entsprechenden Fächer. Über das Wort zufällig werde ich gleich noch was sagen. Wichtig ist eine Grundannahme. Ereignisse, die sich auf verschiedene Besetzungsvorgänge beziehen, sind stochastisch unabhängig. Mit XNS bezeichne ich die zufällige Anzahl der Besetzungsvorgänge, bis jedes Fach mindestens ein Teilchen enthält. Man spricht dann auch gern von einer vollständigen Serie, die man erreicht hat. Im Fall des Würfels ist dann jede Zahl mindestens einmal aufgetreten und im Fall des Lottos war jede Zahl mindestens einmal Gewinnzahl. Im Fall des Sammelalbums ist das Album, wie man so schön sagt, komplett. XNS ist eine Zufallsgröße und man kann sich für deren Verteilung interessieren. In diesem ersten Video machen wir es uns einfach und betrachten nur den Fall S gleich 1, der das obige Würfelbeispiel abdeckt, und wir fragen nur nach dem Erwartungswert von XN1. Diesen Erwartungswert erhält man auf ganz einfache Weise, ohne die Verteilung kennen zu müssen. In einem zweiten Video geht es dann um die Verteilung von XNS für allgemeines S. Wir sehen hier n Fächer und Meister Zufall wirft nun der Reihe nach immer ein Teilchen in eines der Fächer. Nach dem Verteilen der ersten 5 Teilchen könnte sich etwa dieses Bild ergeben. Man sieht, dass in einem Fach schon 2 Teilchen liegen und wenn auch das letzte noch freie Fach besetzt ist, werden in manchen Fächern schon recht viele Teilchen liegen. Für dieses Video machen wir die Annahme, dass jedes der Teilchen mit gleicher Wahrscheinlichkeit 1 durch n in jedes der n Fächer gelangt. Wir gehen also von einem Laplace-Modell aus und wir deuten die Besetzung eines noch freien Fachs als Treffer. Der erste Besetzungsvorgang liefert dann auf jeden Fall einen Treffer, aber schon ab dem zweiten Teilchen ist der Zufall im Spiel. Ganz egal, in welches Fach das erste Teilchen gefallen ist, für das zweite Teilchen gibt es nur n-1 günstige Fächer von insgesamt n möglichen, um einen Treffer zu landen. Das heißt, die Trefferwahrscheinlichkeit ist gleich n-1 dividiert durch n. Ist das zweite Fach besetzt,
so verringert sich die Trefferwahrscheinlichkeit auf n-2 durch n, und zwar ganz egal, welche beiden Fächer mit je mindestens einem Teilchen besetzt sind. Ich führe hierzu Zufallsgrößen ein, die ich y1, y2 und so weiter nenne. Dabei sei yj die Anzahl der Besetzungsvorgänge zwischen dem j-ten und dem j+1. Treffer, und zwar für jedes j von 1 bis n-1. Dann gilt, und das ist eine Überlegung, die wir nur im Fall s gleich 1 anstellen können, die zufällige Gesamtanzahl xn1 der Besetzungsvorgänge bis zum Erzielen einer vollständigen Serie ist gleich 1, die steht für den ersten Besetzungsvorgang, der ja auf jeden Fall einen Treffer liefert, plus y1, denn das ist die Anzahl der zusätzlichen Besetzungsvorgänge, bis das zweite Fach besetzt ist, plus y2 und so weiter, plus yn-1, denn yn-1 ist die Anzahl der Besetzungsvorgänge, die man benötigt, um nach dem vorletzten besetzten Fach auch noch das letzte zu besetzen. Wir können yj deuten als Anzahl von Versuchen bis zum ersten Treffer bei Bernoulli-Versuchen. Sind j verschiedene der Fächer besetzt, so starten, ganz egal wie die Nummern der j besetzten Fächer aussehen, unabhängige Bernoulli-Versuche mit den möglichen Ausgängen Treffer und Niete. Dabei tritt ein Treffer genau dann auf, wenn eines der noch n-j freien Fächer besetzt wird. Die mit pj bezeichnete Trefferwahrscheinlichkeit ist also gleich n-j durch n. Da yj-1 eine geometrische Verteilung besitzt, ist der Erwartungswert von yj gleich dem Reziproken der Trefferwahrscheinlichkeit und damit gleich n durch n-j. Ich nehme einmal das, was wir erhalten haben, als Memo auf die nächste Folie. Die Zufallsgröße xn1 besitzt diese Summenstruktur, wobei yj diesen Erwartungswert besitzt. Da der Erwartungswert einer Summe von Zufallsgrößen gleich der Summe der Erwartungswerte der einzelnen Summanden ist, stellt sich der Erwartungswert von xn1 als diese Summe dar. Schreibt man hier die 1 am Anfang als n dividiert durch n und klammert dann n aus, so erhält man diese Darstellung. Die Summe innerhalb der Klammer ist die sogenannte n-te harmonische Zahl. Diese ist bei großem n ungefähr gleich dem natürlichen Logarithmus von n, und so erhalten wir diese grobe Näherung für den Erwartungswert von xn1. Das bedeutet aber auch, wenn man beide Seiten der Gleichung durch n teilt, dass die erwartete Anzahl von Teilchen pro Fach zum Erzielen einer vollständigen Serie grob logarithmisch mit der Anzahl der Fächer wächst. Hier zunächst einige Zahlenwerte für den Erwartungswert von xn1. Bei 6 Fächern beträgt dieser 14,7. Man benötigt also auf die Dauer im Durchschnitt 14,7 Würfe, damit jede Augenzahl beim Würfeln mindestens einmal auftritt. Bei 20 Fächern sind es im Schnitt schon 72 Besetzungsvorgänge bis zur vollständigen Serie, bei 50 Fächern sind es im Schnitt 225 und bei 100 bzw. 1000 Fächern sind das die Erwartungswerte von xn1. Man sieht also, dass man bei 1000 Fächern im Schnitt knapp 7,5 Teilchen pro Fach für eine vollständige Serie benötigt. Verglichen damit sind es bei 100 Fächern nur knapp 5,2 und bei 6 Fächern nur knapp 2,5. Nehmen wir abschließend an, n sei, wie in den Fällen in der Tabelle, eine gerade Zahl. Dann können wir danach fragen, wie viele Teilchen man verteilen muss, bis die Hälfte der Fächer besetzt ist, also jeweils mindestens ein Teilchen enthält. Diese Zufallsgröße sei mit Hn1 bezeichnet. Hn2 bezeichnet die Anzahl der Teilchen, die man danach noch verteilen muss, um eine vollständige Serie zu haben. Wir spalten also xn1 in die beiden Summanden Hn1 und Hn2 auf. Die folgenden Werte sind vielleicht auf den ersten Blick überraschend. Im Fall von 6 Fächern benötigt man im Durchschnitt 3,7 Teilchen, bis 3 verschiedene Fächer besetzt sind und für die restlichen 3 Fächer noch 11. In der Summe ergeben diese beiden Zahlen den Wert 14,7 aus der Tabelle darüber.
Für 20 Fächer sind die entsprechenden Erwartungswerte 13,4 bzw. 58,6, für 50 Fächer 34,2 und 190,8, für 100 Fächer 68,8 und 449,9 und bei 1000 Fächern benötigt man im Durchschnitt 702,7 Teilchen, um 500 der 1000 Fächer mit je mindestens einem Teilchen zu besetzen. Für die noch fehlenden 500 Fächer sind es aber im Durchschnitt fast 6800 Teilchen. Man beachte, dass man im Fall von 1000 Fächern im Schnitt allein 1000 Teilchen benötigt, um das allerletzte Fach zu besetzen, wenn schon 999 der Fächer besetzt sind. Damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Für Hinweise und konstruktive Kritik bin ich natürlich wie immer dankbar.